Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autofuri.de. Normalerweise würde ich jetzt einen wunderschönen Intro-Satz sagen, indem ich euch das Fahrzeug schon mal in so ein paar schön gemalten Worten beschreibe. Aber das Fahrzeug, das wir euch heute nochmal zeigen, haben wir euch eigentlich schon präsentiert. Link dazu natürlich unten in der Infobox. Diesmal handelt es sich aber um einen anderen Motor und genau den nehmen wir jetzt mal genau unter die Lupe, und zwar vom Mazda CX-3. Wie gesagt, vorgestellt haben wir das Auto schon, darum designtechnisch gibt es nur einen ganz, ganz kurzen Überblick von mir. Ihr seht das typische Mazda-Gesicht und ihr seht auch generell das typische Mazda-Rot, was ihr ja sicherlich kennt und hoffentlich genauso liebt wie ich, denn es ist sicherlich eins der schönsten Rottöne, die ich jemals gesehen habe tatsächlich. Insgesamt wirkt das Fahrzeug relativ klein, hat natürlich trotzdem SUV-Charakter. Es ist ja noch eine Stufe kleiner als ein Kompakt-SUV. Dementsprechend sind die Außenmaße nicht so wirklich groß. Aber wir haben trotzdem so ein stabiles Auftreten und so ein bisschen was Aggressives. Aber ach, da möchte ich noch kleine Anführungszeichen drumherum setzen. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir LED-Scheinwerfer. Und das heißt, dass wir hier ein Fahrzeug haben, das entweder die Exclusive-Line hat oder die Sportline, wie in unserem Fall. Wenn man diese zwei Varianten nicht wählt, hat man ein Basislicht, das wir zugegebenerweise euch jetzt nicht zeigen können. Aber die LED-Scheinwerfer sind sicherlich auch wie immer etwas hochwertiger und besser. An der Seite seht ihr dann viel Plastik. SUV-Charakter soll halt aufrechterhalten werden. Das heißt, ein bisschen Lackschutz natürlich an den Rädern und auch unten, wobei wir unten nochmal so eine abgesetzte, ja, ich würde sagen Chromoptikante haben, wobei es natürlich kein Chrom ist, das würde ja noch schneller verkratzen. Sehr schön finde ich die Felgen in diesem Fall. Mir gefällt das Design eigentlich ganz gut. Was ich aber primär immer mag, ist, wenn wir schwarz innen und silber nochmal oben drüber haben. Das hat dann wirklich so einen sportlichen Charakter. Stichwort Sportsline. Von hinten seht ihr dann auch das schon an der Seite langgezogene Plastik. Das findet sich dann hier hinten einmal wieder. Und sonst etwas herausstehende Heckleuchten, die so ein bisschen wulstig wirken, wenn ich das sagen kann. Also sie stehen noch mal so ein bisschen extra raus. Dahinter verbirgt sich selbstverständlich wie immer ein Kofferraum. Und das ist der Punkt, der leider etwas nervig ist. Denn der Knopf dazu, mittlerweile kenne ich ihn, ist etwas ungünstig platziert und tatsächlich nur zwei Finger breit. Und zwar meine Finger, nicht Herrenfinger. Dahinter verbirgt sich ein Kofferraumvolumen von 350 Litern. Wenn einem das nicht reicht, kann man das Ganze auf 1260 Litern erweitern. Kommen wir zum Motor unseres Mazda CX-3. Wir haben euch bereits vorgestellt den 120 PS Benziner und den 150 PS Benziner. Da fehlt noch der 105 PS Diesel. Mit diesem Dieselmotor haben wir 1,5 Liter Hubraum, 105 PS, ein maximales Drehmoment von 270 Newtonmeter, was für ein Auto dieser Größe weitaus ausreicht. Aber jetzt kommt der Punkt. Wir haben noch nicht den schönen neuen 1,5 Liter Dieselmotor, den wir euch schon im Mazda 3 vorgestellt haben, beziehungsweise die Technik, die auch im neuen Mazda 6 jetzt zum Einsatz kommt, nämlich dieses Natural Sound Smoother, wie Mazda es nennt. Dieser kleine Stift im Kolben, der das typische Dieseltackern so weitgehend rausfiltert. Haben wir hier noch nicht, aber ich kann schon mal spoilern, im Mai gibt es da ein kleines Update für den CX-3, wo dann auch dieser Motor hier im CX-3 eingesetzt wird. Wir haben einen Normverbrauch von 4 Litern und da geht auch schon mal wieder der Punkt an Mazda. Wir haben aktuell einen maximalen Testverbrauch von 4,7 Litern. Also da war auch wirklich alles dabei, Autobahn, Stadt, Land, Überland. Man kann diese Motoren fast nicht enorm weit über den Normverbrauch bringen. Also was Mazda im Normverbrauch angibt, das trifft auch weitestgehend zu. Und nun herzlich willkommen im Innenraum. Auch hier werde ich nur mich versuchen, sehr kurz zu fassen, weil wir euch das Auto ja schon mal vorgestellt haben. Wie gesagt, wir befinden uns hier in der Sportsline. Das sieht man unter anderem daran, dass wir hier eine Carbon-Optik zwischendurch immer wieder finden. Hier zum Beispiel an den Seiten nochmal zum Beispiel oder auch am Lenkrad. Außerdem haben wir hier einen sehr schönen Materialmix, finde ich, von diesem roten Leder und dem schwarzen mit diesem beigen Leder zusammen. Zum beigen Leder sage ich aber noch mal gleich was. Da gibt es so einen kleinen Haken, wie das immer ist bei schönen Dingen. Das Leder findet sich aber wiederum auch noch mal hier wieder. Ihr seht schon, designtechnisch alles immer wieder sehr schön aufgegriffen und auch sehr schön aneinander abgestimmt. Trotzdem ist hier alles sehr, sehr clean. Was wir hier außerdem wiederfinden, ist dieses Touch-Display, das nicht ein reguläres Touch-Display ist, denn während der Fahrt haben wir tatsächlich nur die Möglichkeit, über dieses kleine Drehkreuz inklusive den dazugehörigen Knöpfen es zu bedienen und nur im Stand ist es dann wirklich ein Touch-Display im ursprünglichen Sinne.
Dazu sei gesagt, das haben wir tatsächlich ab der zweiten Ausstattung, das heißt Centerline, ist das tatsächlich inklusive. Also nur das Basismodell hat es nicht mit dabei. Ansonsten kriegt ihr das schon immer mit dazu geliefert. Inklusive DAB-Tuner. Und den lassen sich ganz viele andere Hersteller nochmal extra bezahlen. Mazda gibt ihn einfach so mit dabei. Wie immer eine kurze Sitzprobe hinten. Der Fahrersitz ist jetzt auf Fabians Körpergröße von ca. 1,80 eingestellt. Ich bin ca. 1,70 groß. Und ihr seht schon, das Ganze ist sehr knapp bemessen. Also gerade im Knieraum, ich zeige es euch mal so, habe ich ungefähr so viel Platz. Das ist nicht sehr viel. Aber wie gesagt, kleiner als ein Kompakt-SUV, irgendwo muss ja dann auch die Größe verschwinden. Im Kopfraum habe ich dagegen, würde ich sagen, ganz gut Platz. Also da glaube ich, ist auch noch, je nachdem wie groß man denn dann so ist, noch Luft für 1,75, 1,80. Aber dann könnte es mit den Knien schon wieder eng werden. Übrigens, wenn wir jetzt gerade hier hinten sitzen und hier so eine schöne große Fläche haben, wollte ich euch einmal kurz auf dieses helle Leder aufmerksam machen. 1000 Euro kostet das extra, hat hier noch so einen ja, Wildleder-Optik-Mikrovaser-Einsatz in der Mitte und nochmal so eine kleine rote Ziernaht bzw. einen kleinen roten Ziereinsatz. Es ist vielleicht sportlich, dieses Leder anzugucken und helles Leder wirkt halt auch immer noch vergrößernd und irgendwie hell und freundlich, ähnlich wie beim Raumdesign. Aber ich würde es euch ehrlich gesagt nicht empfehlen. Ich würde euch sogar davon abraten, denn wir zeigen es euch einfach mal vorne an einem Beispiel. Wir blenden es euch mal ein. Dieses Auto hat ungefähr 13.000 Kilometer erst auf dem Buckel. Das heißt, es ist noch sehr, sehr frisch und trotzdem sieht das Leder an den Stellen, wo man regelmäßig sitzt, extrem verbraucht aus, leider. Ich habe es ja schon erwähnt, Testverbrauch liegt bei 4,7 Liter. Der kleine Motor in Anführungszeichen hat hier mit 1200 Kilogramm Leergewicht überhaupt kein Problem. Also der passt super gut rein, der tritt kernig an, der macht seinen Job richtig gut. Ich denke aber, für diese Art von SUV ist der kleine Benzinmotor bzw. der vielleicht auch große Benzinmotor die bessere Wahl. Ich nehme einfach mal an, dass der durchschnittliche SUV-Fahrer, vor allem dieser Größe, nicht viel auf der Langstrecke unterwegs ist. Deswegen eher Empfehlung Richtung Benzinmotor. Kommen wir aber kurz mal zu den Assistenten, die wir hier in der Sportline haben, wie etwa das Head-Up-Display. Das hängt im Mazda ziemlich stark von der Sitzposition ab, wie gut das funktioniert. Dadurch, dass mir jetzt die Anzeige im Prinzip so genau auf der Kante der Motorhaube ist, finde ich jetzt nicht so toll gelöst. Was aber wirklich gut gemacht ist, trotz Schaltung hier, ist der Abstandstempomat, der auch bis zu einem gewissen Bereich dann auch automatisch bremst und sagt, okay, jetzt müssten wir eventuell einen Gang runterschalten, sonst wird es gleich kritisch. In der Automatik ist es natürlich deutlich besser gelöst. Dann weiter haben wir auch einen, nennen wir es mal vorsichtig, Ausparken-Assistent, der uns dann warnt, wenn in einem ziemlich großen Bereich rechts und links hinter uns ein Auto plötzlich im nicht einsehbaren Bereich ist. Also da war ich sehr positiv überrascht, wie weit die Sensoren die auch hier schauen. Denn als ich dann nach diesem Piepser geschaut habe, habe ich erst ungefähr eine Sekunde später das Auto gesehen. Also die funktionieren schon sehr gut. Was etwas nervig ist, aber was man Gott sei Dank abschalten kann, ist der Spurverlassenswarner, der dann, wenn man die Spur unabsichtlich verlässt, also ohne Blinken, ein mega dröhnendes Geräusch über die Bose-Anlage hier durchdringen lässt, das nicht nur mich persönlich etwas nervt. Also da hätte man einen schöneren Sound machen können. Das ist wirklich so ein richtiger typischer Aufwachsound. Also das ist so ein Wecker für Leute, die nicht aufstehen wollen. Die Bose-Anlage ist ein Extra, das durchaus empfehlenswert ist. Sie ist sehr kompakt gelöst in diesem Auto, aber vom Sound her, ja, kann man schon einen Daumen und auch einen zweiten hochgeben. Allerdings muss ich ganz ehrlich zugeben, uns fehlt leider der Vergleich zur Basisanlage. Die hatten wir wirklich noch in keinem CX-3. Dass dem Mazda CX-3 der schöne Soundsmoother gefehlt hat in diesem Motor, ist erstmal gar nicht so aufgefallen. Denn er ist für den Dieselmotor erfreulich laufruhig und erfreulich leise im Betrieb. Allerdings für den CX-3 als solches würde ich mich ganz persönlich eher für den 120 PS Benziner entscheiden, denn da haben wir einen guten Mix aus verbrauchsarmem Benzinmotor, guten starken Antritt, aber auch
erfreulich niedrigen Basispreis, denn wir sind hier mit diesem Modell bei knapp 29.000 Euro, so wie er hier steht. Wer sich generell für den CX-3 als Diesel entscheiden möchte, der muss mindestens 21.990 Euro bereitstellen. In der Sportsline, so wie wir ihn hier jetzt gefahren haben, fängt er bei knapp 25.000 Euro an und wie gesagt, mit allen Extras sind wir bei 29.030 Euro. Bevor ihr uns verlasst, geht natürlich das Wort wie immer an euch. Wie gefällt euch der CX-3? Insbesondere jetzt natürlich der neuen Motor, den wir euch vorgestellt haben. Wäre das ein Fahrzeug, was ihr euch zulegen würdet oder eher nicht so? Er baut ja auf dem Mazda 2 auf. Da gibt es sicherlich viel Diskussionsstoff. Alles damit unten gerne in die Kommentare und wir mischen wie immer mit. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Darüber freuen wir uns sehr. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch direkt. Dann sehen wir uns nämlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!